I like to move the movies. Was übrigens gar nicht geht beim Kinobesuch zu zweit, sind ständige Kommentare, ne, Connor? Und lautes Popcorn und Cola schmatzen und schlürfen, auch wenn's schmeckt. Wir prüfen jetzt, wie aufmerksam ihr seid. Oh. Hört ihr dem anderen zu? Interessiert ihr euch wirklich für die Hobbys und Vorlieben des anderen? Und wenn, macht ihr das im Zweifel sogar, weil ihr den Partner mögt und liebt, auch mit und bemüht euch oder eben nicht? Ihr sitzt gleich in diesen beiden Kinosesseln. Die Partner müssen Filme anhand eines Textes und einer pantomimischen Darbietung erkennen. Ich mache die pantomimische Darbietung. Ihre Antworten schreiben Sie auf eine Tafel, die haben wir euch schon zu Füßen gelegt. Haben beide Kandidaten den richtigen Film notiert, gibt es 5.000 Euro für den Jackpot. Insgesamt bei 3 Filmen mögliche 15.000 Euro. Okay? Dann nehmt Platz. Ach so, wollt ihr Popcorn? Nee, danke. Ja, klar. Popcorn, ja klar, sehr gut, wunderbar. Ist doch Kino hier. Ist doch ein Kino, das ist doch genau Entschuldigung, du sollst dich auf die Prüfung konzentrieren. Ich hab's doch angeboten, dann musst du es doch nicht wieder zurücknehmen, ehrlich. Also, ist ja nicht zu ver... oh, das ist Salzpopcorn. Oh Gott, Salzpopcorn. Mm. Nee, dann will ich's nicht. Dann nimm das Geld. Au! Salzpopcorn. Okay, denkt immer daran, nehmt es ernst, auch wenn es schwerfällt. Es ist kein Spiel, es ist eine Prüfung. Los geht's. Noch klein, aber oho, und schon ein Star unter Kennern, entwickelt sich der Protagonist erst eher sperrig. Durch die Förderung an einer skurrilen Bildungsstätte wächst der kleine Mann aber bald über sich hinaus. Mit 9 Buddies erforscht er sich und seine Vergangenheit, aber auch die Rolle, die sein griesgrämiger Widersacher dabei spielt. Der vermeintliche Handlanger des totgeglaubten Schurken versucht, in den Besitz des Schlaumeierfells zu kommen. Bewaffnet mit Stöcken und Reinigungsgerät versuchen die Freunde, ihm zuvorzukommen. Sie müssen unterschiedliche Hindernisse bewältigen und ein Brettspiel gewinnen. Dann ist am Ende erstmal alles gut. Was glaubt ihr, was ist das für ein Film? Ihr habt beide nicht nur Harry Potter geschrieben, sondern beide sogar Harry Potter und der Stein der Weisen. Sogar den richtigen Teil davon, richtig! Unglaublich! Sehr gut, 5.000 Euro für euch. Hier kommt der zweite Film. Eine echte Bromance mit echten Kerlen. Eine Truppe Hipster macht sich auf einen krassen Trip in die Wälder. Ein extrem gesichtsbehaarter Typ mit schrägen Klamotten, der total wichtig ist und an dem keiner vorbeikommt, macht in einer Höhle aber erstmal einen Abgang. Am Ende ist nur noch ein Unscheinbarer und sein Gärtner übrig. Sie treffen auf den sichtbaren Dritten und laufen rauf, drauf, drauf, immer schön die Treppe rauf. Die fitten Gesellen versuchen auf dem Weg noch ein bisschen Schmuck loszuwerden. Um welchen Film handelt es sich? Du sagst Supernatural, ist das richtig? Ja. Ist aber kein Film, ist ja eine Serie. Richtig. Und deine Frau sagt Herr der Ringe. Und wer von euch beiden war nochmal der Filmfreak? Keiner. Er. Aber sie hat recht, Herr der Ringe ist richtig. Ist es dein Scheiß Ernst? Leider nein. Leider keine Übereinstimmung. Macht nichts, kommt ja noch ein Film. Hier der dritte Film. Dies ist die Saga einer Großfamilie, die brav vor dem Essen betet. Mal ist die Sippe auf der Flucht. Mal wird aber auch geackert und ein Job erledigt. Es gibt immer was zu feiern und ständiges Bombenstimmen. Ansonsten tanzen eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Frauen in Slow Motion rum. Und ständig sagt irgendjemand, los! Welcher Film? Keine Ahnung. Schreib irgendwas auf, wenn du Supernatural aufschreibst. Das ist eine Serie. Dankeschön. Du bist der Filmfreak, aber sie ist der Klugscheißer. Kann das sein? Extrem, ja. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ja, schreib das doch hin, keine Ahnung. Sie hat die Schlümpfe aufgeschrieben. Finde ich großartig. Die Schlümpfe, super. Ist es knapp nicht. Es ist Fast and Furious tatsächlich gewesen, aber leider keine Übereinstimmung. Aber 5.000 Euro für euch. Besser als gar nichts. Habt ihr toll gemacht. War auch nicht so einfach.
Claudia, wie ist der Zwischenstand? Komm, wir gehen direkt wieder rüber. An der Platzierung schlumpft sich erstmal nichts. Florian und Dennis bleiben auf Platz 1, Anke und Markus auf Platz 2 und Kim und Connor bleiben immerhin dran. Platz 3 mit jetzt 5.000 Euro im Jackpot. So, ihr Lieben, meine Güte. Woran lag's? Ja. Also bei den zwei Sachen, die nicht geklappt haben, Fast and Furious, hast du ja erkannt. Ne, hätte ich nie erkannt. Ich fand die Schlümpfe aber sehr nah dran, muss ich sagen. Aber 5.000 Euro für euch ist doch super. Seid ihr glücklich damit? Ja. Nee, hätte besser. Also das zweite war schon sehr ärgerlich. Ne? Also er das hat Herr der mich, Ringe? Ja, er hat mich gezwungen, diesen Film zu gucken. Also er hat dich gezwungen und du erkennst ihn und er nicht? Und warum hast du ihn nicht erkannt? Keine Ahnung. Macht nichts. 5.000 Euro besser als gar nichts. Da hatten wir schon ganz andere Sachen. Sehr gut. Wir kommen zu Prüfung Nummer 4. Das ist eine Zweierprüfung für Kim und Connor und für Anke und Markus. Kommt zu mir. Das Ganze wieder mal für 20.000 Euro. Claudia, wie heißt die Prüfung? Schatz, es geht los. Schatz ist übrigens der Nummer 1 Kosename, gefolgt von Schatzi, Hasi, Mausi, Liebling, Schnuckel und mein Bärchen. Es geht in dieser Prüfung um Kommunikation in einem Ausnahmezustand. In unserem Fall jetzt hier sind die Männer schwanger. Ja, die Männer werden gleich hier auf dieser Bank Platz nehmen. Ihr kriegt euer Kind quasi auf der Rückbank des Autos. Und ich erkläre euch jetzt, wie die Regeln dieser Prüfung lauten. Gut zuhören? Ich freue mich schon längst darauf. Der Mann muss seiner Frau nacheinander 5 Gegenstände so gut beschreiben, dass sie die Gesuchten zum Auto bringt. Wir haben dort hinten mehrere Kategorien, wo ihr die jeweiligen Gegenstände in einer Vielzahl anderer ähnlicher Gegenstände damit gemeinsam findet. Okay? Dabei darf die Linie nicht übertreten werden. Das ist diese, vielleicht auch diese. Und immer nur ein Gegenstand darf geholt werden. Ist es der richtige, kann der Mann den nächsten Gegenstand beschreiben. Handelt es sich um ein falsches Objekt, muss sie wieder zurück mit dem Gegenstand. Die Zeit stoppt, wenn alle 5 benötigten Gegenstände gefunden wurden. Das Paar, das dafür weniger Zeit benötigt, gewinnt die Prüfung. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Die Männer, die hier schwanger sind, werden an einen Wehensimulator angeschlossen. Jo. Und wir steigern die Intensität im Verlauf der Prüfung. Ihr dürft noch mal Platz nehmen. Ihr werdet verblindet und vertaubt. Das heißt, ihr werdet nichts hören und nichts sehen. Und wir holen euch dann wieder, wenn es zu euch kommt, wenn ihr an der Reihe seid. Okay, mein Lieber, nimm doch bitte schon mal Platz. Hier ist Dr. Strom. Guten Tag, Dr. Strom. Guten Tag. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie werden das alles hier überwachen. Bitte verkabeln Sie den schwangeren Mann. Vielleicht. Ihr habt ja Kinder, nur keine gemeinsam. Ist das richtig? Ich wollte gerade sagen, es ist der falsche Mann für die Prüfung. Okay, wieso? Du kannst es schon mal vorab rechnen vielleicht. Ich weiß ja nicht, ach so, genau. Ja, also, was heißt rechnen? Also je schneller du bist, desto weniger Leid muss er ertragen. Gib aber alles, Schatz. Lass dir Zeit. Ja, wir warten mal ab. Du weißt, der Schnellste gewinnt die Prüfung. Herr Dr. Schmerz, bitte nur den Bauch. Strom kennt keine Grenzen. Wir wollen nicht sensiblere Gegenden mit beeinflussen. Habt ihr noch vor, weitere Kinder zu kriegen? Oder? Nein. Nein. Dann können Sie weitermachen, Herr Dr. Strom. Du kannst aber schon mal hinter die Linie gehen, beziehungsweise stell dich doch dort vor den Tisch, nicht dahinter, damit du noch nicht sehen kannst, was da alles steht. Und wenn es dann losgeht, wir testen das mal, wir drehen erstmal eine kleine Runde um den Block. Spürst du schon was? Mhm. Ah, sehr gut. Sehr gut, ja. Denk an die Zeit, Schatz, gell? Ja, ja, ich beeile mich. Denk an die Zeit. Ja, denk du gleich an die Zeit. Natürlich. Dann würde ich sagen, fangen wir endlich an. Es ist kein Spiel, es ist eine Prüfung. Los geht's. Das erste ist das hier. Eine schwarze Katze mit liegt auf dem grünen Gras. Sie hat ganz gelbe Augen. Die Ohren stehen. Ah, und grünes sieht man Gras. Die Katze ganz liegt die liegt auf dem Boden. Die liegt im Gras, guckt dich an oder mich an durch wie den Bilderrahmen. Wie liegt die denn? Im Bilderrahmen, alle Pfoten, die Pfoten nach was vorne. Siehst du? Ja, die andere nach hinten. Die Hinterläufe nach vorne? Ja, nee, sehe ich hier drauf nicht, ob die hinter nee, da sieht gar nichts. Nein. Oh. Was siehst du denn? Eine schwarze Katze. Ja, aber was hat die noch weiße Flecken irgendwo? Liegt die irgendwie eingekuschelt? Die liegt im Gras. Das vordere Gras ist ganz leicht nach vorne. Oh. Wie ist das Gras? War grün und vorne ist es weiß. Vorne ist es weiß? Vorne ist leichtes Weiß. Leichtes Weiß, die liegen vorne. Sind da Blumen drauf? Blumen? Nein, sind keine. Oh, keine sieht man die Katze ganz oder halb? Nur vorne, der Kopf sieht man ganz groß und der Rest vom Körper ein bisschen nur. Bei jemand will. Ist es dieses Foto? Ja, ja, das ist richtig. Super. Oh. Tatsächlich. Mach mal runter, ist doch Wahnsinn. Als nächstes bitte das. Hier, ein großer Feuerwehrwagen mit einer langen Leiter. Die geht ganz nach oben. Die ist doppelt ausgefahren. Der Feuerwehrwagen steht seitlich. Mehr gibt's da nicht. Feuerwehrwagen. Oh, das ist schlau.
Es sitzt keiner vorne drin. Ist das klein, groß? Wie ist das Auto? Das Auto sieht für mich klein aus. Oder groß. Und ist ein großes, aber hat oben so einen Sessel dran. Ah ja, ist das so ein Sessel dran? Was für ein Sessel? Sieht man irgendwie eine Spritze? Eine Spritze? Nein, keine Spritze. Keine Spritze? Keine Spritze. Sieht man den Schlauch? Welchen Schlauch? Nein, auch kein Schlauch. Nein, aber der hat die vier Stöpsel ausgefahren. Was hat er ausgefahren? Ja, diese Dinger da, diese Stöpsel. Herr Dr. Stroh, wo sind wir denn eigentlich? Bei WWchen sind wir noch. Bei WWchen, drehen Sie mal ein bisschen hoch. Was siehst du noch von dem Feuerwehrauto? Von L30, vorne am Führerhaus. Was ist da? Oh, Gottes Willen, L30. Ja. So, man kann mal gar nicht die Luft anhalten. Oh, was, ja. L30? L30, ja. Oder L32, kann auch L30 sein. Ja. Da steht Feuerwehr seitlich drauf. Jesus. Keine Ahnung. Ah, find doch mal eins. Ich bring jetzt einfach eins. Ja, bring mal eins, komm. Ja? So. Man weiß ja nicht. Ist es das? Ist es das? Das sieht doch super aus. Nee, ist es nicht. Ah, schade. Ja, schade. Nein. Ist es nicht? Ist das zu klein, zu groß? Das kann man schlecht sehen. Siehst du nicht, nee. Ah, Sir, ja. Ja, ja. Schon. Da geht schon richtig zur Sache. Zwillinge, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Zwillinge! L30. L30. Ja, ja, ja. Drohne Auto. Oh. Ah. Ja. Ah, ist es das? Ja, ja, das ist es. Richtig. Weg. Absolut korrekt. Ah. Jawohl. Ein. Und das bitte. Und das nächste hier. Kategorie. Ein USB-Ladekabel vom Handy. Ja. Schwarz oder weiß? Blau? Schwarz ist es. Ja. Könnte eher von der Kamera ein Ladestecker sein. Kamera? So, ist das ja, im Grunde wie vom Kopfhörer, von so einem alten Kopfhörer? Ja, genau. So einer. Dankeschön. Nein. Du hast einmal USB und einmal so einen flachen Stecker, der aussieht wie USB, nur kleiner und ein bisschen gekrümmt. Ja. Ah ja. Wie so eine alte Kamera. Ja. Ja. Ist es der? Ja. Ja, das ist richtig. Absolut korrekt. Wir kommen zur nächsten Kategorie. So, man gewöhnt sich dran. Das sind... Oh, man gewöhnt sich dran, Herr Dr. Herzen, Strom. Eine Herzen-Boxershorts. Ja, weiß im Hintergrund mit roten... Nee, schwarz mit rot. Er hat schwarz mit rot. Man gewöhnt sich dran. Ja, schwarz mit rot, nur rot oder rot? Rote Herzen, schwarze Hose. Ist das Satairstoff oder anderer Stoff? Sieht nach Satair aus, ja. Ist es diese Hose? Yes, oder? Nein, ist er nicht. Nein. Du hast einen schwarzen Bund, der ist komplett schwarz. Oh Gott. Also die Herzen sind komplett überall zu sehen, auch auf dem Bund. Ja, ja. Ja. Auch auf dem Bund. Eieiei. Oh. Ist schon ordentlich, ja? Das ist ja sehr ordentlich. Wir nähern uns den Presswehen. Puh. Ist es diese? Nein. Viel mehr rote Herzen, ganz viele. Viel mehr rote Herzen. Bestimmt 50 auf einer Seite. Ja, aber jetzt habe ich sie. Die hier. Ganz viele Herzen. Ist es diese? Ja. Ja, das ist sie. Oh. Ein Teddybär, ja. Ein Teddybär, sehr flauschig, wie von Steif. Ja. Hellbraun, keine Schleife, also ist Liegt der sitzt er? Nein, er sitzt. Er sitzt? Er sitzt. Herr Dr. Strom, Vollgas. Vollgas, jawohl. Ja, beschreib ihn mal noch mehr. Er hat einen schönen Mund. Er hat einen Mund, ja, hat nur einen Streifen von der Nase nach unten. Hat er keine Punkte? Keine Punkte, nein. Bring ein. Ja. Wir sind bei 6 Minuten und 45 Sekunden. Ja. Hier ist er. Ist es der? Nein. 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 Er ist kleiner. Er sitzt flauschig, wie so ein Dingsbär. So ein. So ein Dingsbär? Ja. Das tut gar nicht weh. Der hier? Nein. Der ist braun, nicht beige. Oh. Nein, der ist zu dunkel. Ja. Beige, habe ich gesagt. Beige, helle Füße. Den hier. Meine Fresse. Ich glaube, du bringst einfach alle. Kann das sein? Nein, auch nicht. Ich bringe alle mit, genau. Keine Ahnung. Ich habe nur noch den im Kopf. Wühlmacken rum. Der ist wieder braun. Keine Ahnung. Nein, auch nicht. Nein. Ein hellbrauner Schatzi. Ich entwickle mich langsam zu einem Fachberater für Bären. Oh, aber ehrlich. Sagst, das tut echt weh, gell? Ja, sorry. Nein, auch nicht. Nein, auch nicht. Das aber so ähnlich. Wie sieht dann der aus? Beschreibt diesen Bär. Beige halt. Beige. Die Nase und die Füße sind hellbraun. Ist es der? Der sieht gut aus. Yeah. Der ist es. Jawohl. Oh mein Gott. Oh. 8 Minuten und 41 Sekunden habt ihr gebraucht. Ja, das war und lang. Du hast mehr Bauchmuskeln jetzt wahrscheinlich. Merkst du, ich hab. Oder? Krass. Und das umsonst. Gratis. Das ist nur eine Geburt? Das ist noch lange keine Geburt. Da ständig die Frauen an. Das würdest du gar nicht aushalten. Was deine Frau hier ausgehalten hat, würdest du gar nicht schaffen. Aber ihr habt bislang 8 Minuten und 41 Sekunden gebraucht. Das andere Paar muss schneller sein. Wenn sie länger brauchen, habt ihr gewonnen. Okay. Okay, wir kabeln dich ab. Und ich hole das andere Paar zurück. Damit sie jetzt wieder was hören und was sehen. Okay, bitte aufwachen. Wie ist die Musik? Super. Cool. Seid ihr bereit? Emotional bereit für diese nächste Prüfung? Absolut. Sehr gut.
Dann fangen wir direkt an. Komm mit! Ich möchte ihn euch auch vorstellen, das ist Dr. Strom. Oder habt ihr ihn eben schon gesehen? Nee. Nee. Der Mann nimmt bitte dort Platz. Wir werden den Mann jetzt verkabeln. Denn wie gesagt, er kriegt ja das Kind. Mhm. Und die Wehen dazu wollen wir ihn spüren lassen, während du... Darf ich das Kind benennen? Du darfst das Kind benennen. Super. Ja. Wie soll das Kind heißen? Oh, Xantippe. Xantippe? Ja, es hat einen Hintergrund. Okay, den möchte ich aber hören. Das ist ja der Hintergrund das, von Xantippe. Das war der Projektname von unserem Kind, weil meine Mutter so neugierig ja, Projektname war. Ja, für tatsächlich, euer Kind? Weil meine Mutter, gerade als wir wussten, was es wird, gefragt hat, wie wird es denn heißen? Und dann habe ich gegoogelt. Und das Schrecklichste, was ich gefunden habe, war Xantippe. Ja, ja. Und danach war es so ein Running Gag und es war die ganze Zeit immer von Xantippe. Aber die entschuldige Rede. Mal, Projektname? Ja. Habt ihr auch so ein PDF-Sheet vorbereitet für euer Kind und vorbereitet, wann was passiert und vor allem wann und so weiter? Nee. Nee, so genau hat das nicht geplant. Nee. Okay. Also wir haben deinen Mann verkabelt, Xantippe. Ich bitte dich schon mal hinter die Linie zu gehen. Ich werde deinem Mann, hast du verstanden, nur noch in Erinnerung, ja, ich werde ihm verschiedene Gegenstände zeigen, beziehungsweise Fotos davon und du musst die entsprechende richtige Sache dazu finden und zeigen. Ihr dürft miteinander reden, ganz wichtig, ihr dürft die ganze Zeit miteinander reden, ihr dürft auch alles sagen, was ihr wollt. Mhm. Ja? Es gibt keine Verbote. Also auch nicht das, was du mir zeigst. Du sagst Polizeiauto, sie holt das Polizeiauto und ihr habt gewonnen. Ganz einfach. Okay? Danke. Ja, gerne. Sie sind soweit, Herr Dr. Strom. Wir testen mal. Spürst du schon was? Na klar, die ganze Zeit. Du sagst das mit so einem komischen Unterton. Ja, es ist super angenehm. Wirklich? Ja, ich freue mich richtig drauf. Wir fangen schon mal an und du sagst, ja, schon die ganze Zeit. Das wollte ich schon immer mal spüren. Okay, das macht mich stutzig und ich möchte mir nichts weiteres vorstellen. Okay, dann würde ich sagen, auch bei euch, die Zeit läuft jetzt. Wir beginnen hiermit. Eine schwarze Katze sieht aus wie Blanka. Mehr Info. Wie liegt die? Liegt komplett lang auf dem Boden, im Gras. Hat einen weißen Punkt unter der Brust, wenn das wichtig ist. Pfoten nach vorne. Gehst du dahin? Ist sie das? Das geben? Ja. Nein. Ist sie was? Nicht? Nein. Kopf guckt geradeaus, Körper geradeaus. Ist übrigens meine Katze, das ist Hildegard. Ah. Schwanz ist ein bisschen links auf dem Bild. Ach ja? Schwanz? Ja. Okay. Grüne Augen, ganz normal. Nee, gar nicht. Der Schwanz liegt am Körper an. Der Schwanz liegt am Körper an. Wenn man drauf guckt, Hochkant, rechts. Das Bild? Nee, quer. 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 Ja. Und sie liegt im Gras? Ja, im Gras. Wenn du aufs Bild guckst, linke Seite ist auch noch so ein kleiner schwarzer Punkt. Ganz verschwommen. Katze sitzt ein bisschen weiter rechts. Mittig, eher rechts. Ihr könnt sie auch Hildegard nennen. Hildegard. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist das richtige Bild. Hier kommt das zweite. Bitte zur nächsten Kategorie. Genau. Feuerwehrauto. Ja. Mit Leiter, mit Korb oben dran. Was? Feuerwehrauto mit Leiter oben dran. Hast mit du jetzt gerade das ausgefahren. Ding einfach ausgekippt? Komplett ausgefahren. Steht L32 vorne drauf. Auf dem schwarzen Teil hinterm Führerhaus. Also. Feuerwehr steht überm Reifen, hat nur zwei Achsen. Deine Frau hat alles einfach ausgekippt. Ja, ist doch gut. Ja. Und man sieht von der Seite drei so Fächer, so Schiebefächer, wo das Werkzeug drin ist. Insgesamt drei Stück. Wir haben ja mehrere Feuerwehrautos. Oh. Ja. Also wenn du guckst, von der Seite... Zwei Minuten. L32 muss vorne auf dem Schwarzen stehen. Ist es das? Ja, das ist es. Das ist es tatsächlich. USB-Kabel, USB-Kabel wie das vom Baby-Move. Schwarz, zusammengerollt. Wie die Move? Baby-Move. Baby-Move. Genau. Eckige Stecker. Ist es das? Ja, das ist es, ja. Ist absolut richtig, ja. Das ist richtig. Bitteschön. Oh, was ist denn das? Das ist eine Boxershort. Mhm. Weit oder eng? Weit, Herzen drauf, schwarz-rot. Senkwehen. Senkwehen. Gut. Was? Sag schnell. Schwarz-rot. Schwarz mit roten Herzchen drauf. Ganz viele Herzchen. Ein bisschen kürzer als die, die ich sonst anhab. Ah, danke. Sehr schön. Vielen Dank für die Info. Mehr sehe ich auf dem Bild nicht. Ist sie das? Nee, nein. Viel mehr Herzen. Viel mehr. Fast viel voll. Viel mehr. Ist genauso viel rot wie schwarz. Ist es diese? Ja, das ist sie. Ja, das ist sie tatsächlich. Eins noch. Ihr seid bei 3:20. Milas Riesenteddybär. Nur in klein, glaube ich. Genau der, den sie im Zimmer hat. Den großen, ja. Hell? Ja, hell. Eine Schleife? Nein, keine Schleife. Braune Nase, schwarze Ohren. Sehr hell. Gut beschrieben. Braune Nase, schwarze Ohren? Der Riesenteddy nur in klein. Schwarze Ohren, braune Nase.
ganz normaler Teddy. Wo sind wir? Wie Mila den auch hat. Presswehen, sehr Presswehen, hell. Presswehen. Sehr hell, sehr fluffig. Also hat einen prallen Bauch. Ja. So wie du gleich. Ja. Schwarze Knopfaugengröße kann ich nicht einschätzen. Ich habe nur einen weißen Hintergrund. Ist auf jeden Fall sehr hell. Ist es dieser Teddybär? Nein. Ein viel dickerer Bauch, breiter, viel breiter. Kürzerer Oberkörper. Ja, das kenne ich. Komplett weiß. Ist nichts dran. Und an den Armen hat er auch keine Tatzen oder so. Ist komplett aus Stoff. Alles bis auf die Nase. 5 Minuten. Und die Füße von unten, wie gesagt, komplett hell, weiß. Ist der? Ja, das ist er. Das ist er tatsächlich. 5 Minuten und 7 Sekunden. Das bedeutet, ihr wart zwar gut, aber die anderen waren schlechter. Ihr habt die Prüfung gewonnen. Ihr habt 20.000 Euro auf eurem Jackpot-Konto. Wir werden dich befreien. Toll gemacht, ganz großartig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 20.000, wie gesagt, für euch, Claudia. Wo stehen wir eigentlich? Juhu, das war eine schwere Geburt, aber jetzt ist er ja da, der kleine Wonneproppen. 25.000 Euro für den Jackpot von Kim und Connor und damit jetzt Platz 1. Florian und Dennis rutschen auf Platz 2 und ein hoffnungsvoller Platz 3 bleibt für Anke und Markus. Also.